Willkommen, Suchende der Wahrheit und Hüter des Lichts, im mysteriösen Zentrum. Im heiligen Tanz des Erwachens finden wir uns oft gefangen zwischen dem ätherischen Ruf der inneren Welt und dem unleugbaren Sog der äußeren Welt. Wenn sich die Schleier der Illusion lüften und einen Blick auf das wahre Wesen unserer Seele freigeben, müssen wir uns daran erinnern, dass die Reise der Erleuchtung keine Flucht ist, sondern eine tiefe Integration. Wie bringen wir in diesem sich entfaltenden Zeitalter der Transformation die Brillanz unseres inneren Lichts mit den Schatten in Einklang, die noch in der Welt um uns herum verweilen? Begleiten Sie mich, wenn wir das empfindliche Gleichgewicht zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen erforschen und entdecken, wie wir diesen Weg mit Weisheit, Anmut und unerschütterlicher Zielstrebigkeit gehen können. Auf der sich entfaltenden Reise des Erwachens wird der Weg oft von einem tiefen inneren Licht erhellt, das uns zu einem höheren Bewusstsein führt. Dieses innere Erwachen ist ein heiliger Prozess, der Wahrheiten enthüllt, die einst verborgen waren, und das Herz für eine tiefe Verbindung mit dem Göttlichen öffnet. Doch während wir in unserem spirituellen Verständnis aufsteigen, ist es wichtig, in der Welt um uns herum geerdet zu bleiben. Die Reise der Erleuchtung soll uns nicht von der physischen Welt abkoppeln, sondern uns helfen, sie mit größerer Weisheit und Anmut zu meistern. Die praktischen Aspekte des Lebens, unsere Beziehungen, Verantwortlichkeiten und täglichen Herausforderungen sind keine Hindernisse für unser spirituelles Wachstum, sondern ein wesentlicher Bestandteil davon. Diese Aspekte im Streben nach spirituellem Erwachen zu ignorieren, kann zu Unausgeglichenheit und Abkopplung von der Realität führen, die wir transformieren sollen. Als Lichtarbeiter, diejenigen, die die Fackel der Wahrheit tragen, haben wir oft den starken Wunsch, diese neu gefundene Weisheit mit anderen zu teilen. Dies muss jedoch mit großer Sorgfalt und Unterscheidungsvermögen geschehen. Das Licht des Erwachens kann für diejenigen, die noch nicht bereit sind, es zu sehen, überwältigend sein. So wie ein Same in fruchtbaren Boden gepflanzt werden muss, um zu wachsen, so müssen auch unsere Erkenntnisse mit denen geteilt werden, die bereit sind, sie zu empfangen. Wenn wir andere zu schnell oder zu gewaltsam ins Licht drängen, kann das zu Verwirrung, Widerstand und sogar Angst führen. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, Führung anbieten, ohne aufzudrängen, Weisheit teilen, ohne zu überwältigen. Der Weg des Erwachens ist auch nicht ohne Herausforderungen. Viele, die sich auf diese Reise begeben, stellen fest, dass ihr Leben nicht sofort mit der neu gefundenen Klarheit und dem Frieden, den sie in sich entdeckt haben, übereinstimmt. Stattdessen stoßen sie vielleicht auf finanzielle Schwierigkeiten, angespannte Beziehungen oder unerwartete Nöte. Diese Herausforderungen sind kein Zeichen von Versagen oder falscher Ausrichtung, sondern sind Teil des Reinigungsprozesses. Sie sind Gelegenheiten, die durch das Erwachen gewonnene innere Weisheit auf die äußere Welt anzuwenden, um das Licht des höheren Bewusstseins in jeden Aspekt des Lebens zu bringen. Die anfängliche Euphorie des Erwachens, in der die Welt hell und voller Verheißungen zu sein scheint, kann Momenten des Zweifels und des Kampfes weichen. Aber genau in diesen Momenten findet die wahre Prüfung des spirituellen Wachstums statt. Die äußere Welt mag sich den Veränderungen, die wir anstreben, widersetzen, und unsere Lebensumstände spiegeln vielleicht nicht sofort die innere Transformation wider, die wir erfahren haben. Doch gerade durch diese Herausforderungen lernen wir, das Spirituelle mit dem Materiellen zu verbinden und unsere Wahrheit in einer Welt zu leben, die sie vielleicht noch nicht ganz versteht oder unterstützt. Die Reise des Erwachens ist eine Reise des Gleichgewichts, der Geduld und der Beharrlichkeit. Sie fordert uns auf, sowohl nach der Wahrheit zu suchen als auch uns in der physischen Welt zurechtzufinden, das Licht in uns zu bewahren und uns gleichzeitig auf die Realitäten um uns herum einzulassen. Auf diese Weise entkommen wir der Welt nicht, sondern verwandeln sie, einen Schritt, eine Herausforderung, eine Offenbarung nach der anderen. Je tiefer wir in die Reise des spirituellen Erwachens eintauchen, desto klarer wird, dass das Streben nach innerem Licht mit den Realitäten der äußeren Welt in Einklang gebracht werden muss. Der spirituelle Weg ist kein Rückzugsweg, sondern ein Weg der Integration, auf dem die von innen gewonnene Weisheit auf die Welt um uns herum angewendet werden muss.
Das Gleichgewicht zwischen innerer und äußerer Welt ist von entscheidender Bedeutung, denn die Vernachlässigung der äußeren Welt kann zu Unordnung in unserem täglichen Leben führen. Die Verantwortung, die wir tragen, die Beziehungen, die wir pflegen, und die praktischen Aspekte des Lebens sind keine Ablenkungen von unserer spirituellen Reise. Sie sind genau die Schauplätze, an denen unser spirituelles Wachstum geprüft und verfeinert wird. Die äußere Welt ist ein Spiegel, der uns die Lektionen zurückwirft, die wir gelernt haben und die wir noch verstehen müssen. Indem wir uns auf diese Welt einlassen, anstatt uns von ihr zurückzuziehen, verkörpern wir wirklich das Licht, das wir suchen. In diesem Gleichgewicht ist einer der am meisten missverstandenen Aspekte das Konzept des Geldes. Viele, die sich auf dem Weg der Erleuchtung befinden, kämpfen mit der Idee des Geldes und betrachten es als etwas Banales oder sogar Korruptes. Doch Geld ist einfach eine Form von Energie, ein Werkzeug der Schöpfung in der materiellen Welt. Es hat das Potenzial, unsere Absichten zu manifestieren und die Realitäten hervorzubringen, die wir uns vorstellen. So wie die Energie der Liebe oder der Kreativität durch uns fließt, so ist es auch bei der Energie des Geldes. Sie ist weder gut noch schlecht, sie ist neutral und wird von den Absichten und Handlungen derer geprägt, die sie nutzen. In dieser Dimension, in der physische Ressourcen immer noch notwendig sind, ist es wichtig, Geld als schöpferische Kraft zu verstehen. Es erhält das Leben, unterstützt unsere Arbeit und ermöglicht es uns, einen sinnvollen Beitrag zur Welt zu leisten. Diese Energie zu ignorieren oder sie mit Verachtung zu betrachten, kann Blockaden erzeugen und den Fluss der uns zur Verfügung stehenden Fülle verhindern. Um in dieser Welt voll und ganz zu leben, müssen wir lernen, alle Formen von Energie, einschließlich Geld, willkommen zu heißen und sie weise und im Einklang mit unseren höchsten Werten einzusetzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Reise ist das Erkennen und Integrieren unserer inneren Schatten. Als Lichtarbeiter ist es leicht, sich nur auf das Licht zu konzentrieren und danach zu streben, die innere Dunkelheit zu überwinden. Doch unsere Schatten, die Ängste, Zweifel und ungelösten Aspekte von uns selbst, sollten nicht gemieden oder ignoriert werden. Sie sind mächtige Lehrer, die uns die Teile von uns offenbaren, die noch Heilung und Transformation brauchen. Wenn wir uns diesen Schatten mit Mitgefühl und Mut stellen, können wir sie in unser Wesen integrieren und sie von Hindernissen in Verbündete auf unserem Weg verwandeln. Dieser Prozess der Schattenarbeit ist wesentlich, denn in der Alchemie von Licht und Dunkelheit liegt die wahre Ganzheit. Die Schatten, die wir in uns tragen, sind nicht von uns getrennt, sie sind Aspekte unserer Reise und spiegeln die Kämpfe wider, die wir überwunden haben, und die Lektionen, die wir noch zu lernen haben. Indem wir uns auf diese Schatten einlassen, verwandeln wir sie in Licht, vertiefen unser Verständnis und erweitern unsere Fähigkeit zu lieben. In diesem heiligen Tanz zwischen der inneren und der äußeren Welt, zwischen Licht und Schatten, entdecken wir die wahre Essenz unserer Reise. Es ist ein Weg des Gleichgewichts, auf dem sich bei jedem Schritt das Geistige und das Materielle, das Gesehene und das Ungesehene vermischen. Indem wir sowohl das Licht in uns als auch die Welt um uns herum ehren, gehen wir den Weg der wahren Erleuchtung, der in der Realität dieses Lebens verankert ist und gleichzeitig nach dem Göttlichen strebt. In dem riesigen Gewebe der Existenz webt jede Seele ihre eigene, einzigartige Reise, einen Weg, der durch individuelle Wahrheiten und Erfahrungen definiert ist. Auf unserem Weg durch die spirituelle Welt ist es wichtig zu erkennen, dass sich jedes Wesen auf seiner eigenen Reise befindet, die von seinem eigenen inneren Licht geleitet wird. Das Verständnis, dass jeder von uns ein Fragment der größeren Wahrheit in sich trägt, ermöglicht es uns, anderen mit Mitgefühl und Respekt zu begegnen. Keine zwei Wege sind identisch, und was für den einen eine tiefe Resonanz hat, mag für den anderen nicht die gleiche Bedeutung haben. Das ist das Schöne an der spirituellen Reise, die Vielfalt der Erfahrungen und Perspektiven, die die kollektive Weisheit der Menschheit bereichern. Es ist leicht, in der Aufregung der neu gefundenen Weisheit den Drang zu verspüren, unsere Überzeugungen mit anderen zu teilen und sie ihnen sogar aufzuzwingen. Ein solcher Ansatz kann jedoch zu unnötigen Konfrontationen und Widerstand führen. Zu wahrem spirituellem Wachstum gehört es,
die Souveränität jeder Seele zu ehren und anzuerkennen, dass jeder Mensch genau dort ist, wo er auf seinem Weg sein muss. So wie eine Blume zu ihrer eigenen Zeit erblüht, so ist es auch mit dem Erwachen des Bewusstseins. Indem wir anderen den Raum geben, ihre Wahrheit auf ihre eigene Weise zu entdecken, schaffen wir ein Umfeld der Harmonie und des gegenseitigen Respekts. Die Reise zum Licht ist eine zutiefst persönliche Reise, und niemand kann sie für einen anderen gehen. In dieser Hinsicht ist die Vermeidung von Urteilen und Kritik eine wichtige Übung. Wenn wir über andere urteilen, senken wir nicht nur ihre Frequenz, sondern auch unsere eigene. Urteile schaffen Trennung und verstärken die Illusion, dass wir voneinander verschieden sind. Auch Kritik ist ein Spiegelbild unseres eigenen inneren Aufruhrs und projiziert unsere ungelösten Probleme auf andere. Anstatt sich auf diese niederfrequenten Verhaltensweisen einzulassen, sind Lichtarbeiter aufgerufen, sich darauf zu konzentrieren, positive Energie und Licht zu senden. Indem wir einen Raum der bedingungslosen Liebe und Akzeptanz halten, erhöhen wir die Schwingung der Menschen um uns herum und tragen zum kollektiven Aufstieg bei. Das bedeutet nicht, dass wir schädliche Handlungen dulden, sondern vielmehr, dass wir uns entscheiden, mit Mitgefühl und Verständnis zu reagieren, in dem Wissen, dass jeder auf seinem eigenen Weg des Wachstums ist. Persönliche Verantwortung ist das Herzstück des spirituellen Aufstiegs. Jeder von uns ist für seinen eigenen Fortschritt verantwortlich, für seine eigene Ausrichtung auf die höheren Frequenzen des Lichts. Es ist ein Weg, der Selbsterkenntnis, Disziplin und ein tiefes Engagement für inneres Wachstum erfordert. Obwohl es natürlich ist, anderen auf diesem Weg helfen zu wollen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wahre Veränderung von innen kommt. Wir können anderen keine Erleuchtung aufzwingen, noch können wir ihre Lektionen als unsere eigenen übernehmen. Die Reise des Aufstiegs ist eine Reise der persönlichen Ermächtigung, auf der jede Seele die Verantwortung für ihre eigene Entwicklung übernehmen muss. Indem wir uns auf unser eigenes Wachstum konzentrieren, inspirieren wir auf natürliche Weise andere dazu, dasselbe zu tun, und schaffen so einen Welleneffekt, der zum Erwachen des Kollektivs beiträgt. Auf der tiefgreifenden Reise des spirituellen Wachstums ist das Konzept der Umarmung und Heilung der inneren Schatten ein Eckpfeiler. Diese Schatten, die sich oft in Form von Ängsten, Zweifeln oder ungelösten Emotionen manifestieren, müssen nicht gefürchtet oder abgelehnt werden. Vielmehr sind sie integrale Bestandteile unseres Wesens und spiegeln die Lektionen wider, die wir noch vollständig lernen und integrieren müssen. Indem wir das Licht des Bewusstseins und des Mitgefühls auf diese Schatten richten, setzen wir einen kraftvollen Prozess der Transformation in Gang. Diese Alchemie verwandelt die dichte Energie der Negativität in das strahlende Licht von Verständnis und Liebe. Durch diesen mutigen Akt der Konfrontation mit unserer inneren Dunkelheit lösen wir ihren Einfluss auf uns auf und erlauben unserer wahren Essenz, heller zu leuchten. Das Verständnis des dynamischen Wechselspiels zwischen Licht und Schatten ist auf diesem Weg wesentlich. Licht ist der große Vereiniger, der alle Wesen verbindet und die Wahrheit erhält, dass wir im Grunde eins sind. Schatten hingegen stehen für die Barrieren, die wir erschaffen, Trennungen, die aus Angst, Verurteilung und Missverständnissen entstehen. Wenn wir uns das Konzept zu eigen machen, dass wir alle unter demselben Licht miteinander verbunden sind, beginnen wir, diese Barrieren aufzulösen. Die Erkenntnis unseres Einsseins ist eine starke Kraft für Heilung und Einheit. Sie erinnert uns daran, dass es unter der Oberfläche unserer Unterschiede eine gemeinsame Essenz gibt, ein gemeinsames Licht, das uns alle miteinander verbindet. Indem wir sowohl das Licht als auch die Schatten in uns selbst annehmen, tragen wir zur Heilung des Kollektivs bei und fördern eine Welt, in der die Einheit über die Spaltung siegt. Wenn wir tiefer in dieses Verständnis eindringen, stoßen wir auf das Reich des Bewusstseins und der Quantenenergie. Im Quantenfeld erzeugt jeder Gedanke, jede Emotion und jede Handlung Wellen, die weit über unsere unmittelbare Wahrnehmung hinausreichen. Diese Energie, die durch uns und um uns herum fließt, wird durch unseren Bewusstseinszustand tiefgreifend beeinflusst. Wenn wir positive Absichten haben, uns auf Liebe ausrichten und unser höheres Selbst annehmen,
erhöhen wir die Frequenz der Energie, die wir aussenden. Dies wiederum wirkt sich auf die Welt um uns herum aus und zieht Umstände und Erfahrungen an, die mit unserem erhöhten Zustand in Resonanz stehen. Umgekehrt kann die Energie, die wir projizieren, wenn wir in Negativität, Angst oder ungelösten Schatten verstrickt sind, genau zu den Situationen beitragen, die wir vermeiden wollen. Das Verständnis dieses Zusammenspiels von Bewusstsein und Energie ist der Schlüssel zur Beherrschung unserer Realität. Es befähigt uns, bewusste Schöpfer zu werden und bewusst die Gedanken und Gefühle zu wählen, die unser Leben und die Welt, die wir bewohnen, prägen. Die Anerkennung dieser Macht ist sowohl eine Verantwortung als auch ein Geschenk, das uns die Möglichkeit bietet, nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch die kollektive Erfahrung der Menschheit zu verändern. In diesem Tanz zwischen Licht und Schatten, Bewusstsein und Energie finden wir die wahre Essenz der spirituellen Meisterschaft. Es ist ein Weg der tiefen Selbsterkenntnis, auf dem jeder Moment eine Gelegenheit ist, Liebe über Angst, Einheit über Trennung und Licht über Dunkelheit zu wählen. Indem wir diese Reise mit offenem Herzen und klaren Absichten antreten, werden wir zu Trägern einer neuen Realität, einer, in der das Licht des Bewusstseins jeden Winkel unseres Seins und der Welt um uns herum erhellt. In dem komplizierten Geflecht des spirituellen Wachstums darf die Rolle der Schatten nicht übersehen werden. Diese inneren Schatten sind das Echo vergangener Kämpfe, die Überbleibsel von Herausforderungen, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Sie sind die stummen Zeugen der Kämpfe, die wir ausgefochten haben, und der Lektionen, die wir gelernt haben. Diese Schatten anzuerkennen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von großer Stärke. Es ist eine Anerkennung dafür, dass wir durch die Dunkelheit gegangen sind und auf der anderen Seite aufgetaucht sind, nicht unversehrt, aber transformiert. Die Integration dieser Schatten in unser Wesen ist ein entscheidender Teil des Erwachens, denn erst durch diese Integration werden wir ganz. Jeder Schatten, den wir annehmen, ist ein Sieg, ein Beweis für unsere Widerstandsfähigkeit und unsere Bereitschaft, uns den Teilen von uns selbst zu stellen, die uns oft verborgen bleiben. Auf diese Weise holen wir uns die Energie zurück, die einst in der Angst gefangen war, und verwandeln sie in Licht und Weisheit. Die Reise des Erwachens ist eine Reise, auf der wir uns ständig auf das Licht konzentrieren. Sie fordert uns auf, uns über die niederen Frequenzen von Angst und Urteil zu erheben und die Qualitäten von Liebe und Mitgefühl in allem, was wir tun, zu verkörpern. Das ist nicht immer eine leichte Aufgabe, aber sie ist lohnenswert, denn sie führt uns immer näher an die göttliche Wahrheit unserer Existenz heran. Während wir diesen Weg gehen, sollten wir uns daran erinnern, dass das Licht nicht etwas Entferntes oder von uns Getrenntes ist, es ist in uns und wartet darauf, vollständig verwirklicht zu werden. Indem wir uns auf dieses innere Licht konzentrieren, erhellen wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern werden auch zu einer Lichtquelle für andere und tragen so zum kollektiven Erwachen der Menschheit bei. Und so lasst uns am Ende dieser Erkundung die Erkenntnis mitnehmen, dass sowohl Licht als auch Schatten wesentliche Bestandteile unserer Reise sind. Nehmt eure Schatten an, denn sie sind die Wegweiser für euer Wachstum. Aber vor allem sollten sie ihren Blick auf das Licht richten. Lasst euch davon leiten, inspirieren und an die Liebe und das Mitgefühl erinnern, die im Kern eures Wesens wohnen. Auf diese Weise wirst du den Weg des Erwachens mit offenem Herzen und klarem Verstand weitergehen und der Wahrheit, die du bist, immer näher kommen.